May the Force be with you. Ha! Der 4.5.2017, meine lieben Freunde, so einfach war das jetzt nicht, hier ein Video machen zu können. Weil der ganze Tag war zu tun. Wirklich, der ganze Tag war zu tun. Ich habe jetzt auch nicht allzu viel Zeit. Ich möchte euch May the Force be with you. Ich bin echt hundemüde. Also möge die Macht mit euch sein, übersetzt. Also wie 2011 George Lucas in Berlin war, wurde George Lucas gefragt, was er überhaupt sei. Er möge doch bitte mal diesen Satz sagen. May the Force be with you, hat er gesagt. Und hat der Reporter dann gesagt, er hatte wohl keine Ahnung von Star Wars, im Mai kommt er zurück. Und das war, glaube ich, der weltgrößte Lacher. Und irgendwann hat einer gesagt, komm, wir machen daraus einen indirekten Star Wars Gedenketag, ein Star Wars Tag, der Tag aller Tage, der May the Force be with you. Also möge die Macht mit dir sein. Also die Macht, ja, lass es, keine Zeit. Ich muss auch dringlich weg, aber für den Tag heute fand ich toll, dass heute alles gekommen ist, was wir so brauchen und da einige es mögen, dass ich Figuren in die Kamera halte. Mach ich das? Ich halte jetzt mal wieder eine Figur in die Kamera, die gerade soeben gekommen ist. Revan. Der dunkle Lord, der doppelt ist. Also einmal im Hellen und einmal im Dunkeln. Ich freue mich, dass er angekommen ist. Ich freue mich, dass auch ich ihn jetzt habe. In der Black Serie. Und es sieht einfach nur klasse aus. Meine Assistentin wird sich den gleich auch anschauen. Gefällt mir wunderbar. Ich habe ja im Original da, das wisst ihr ja, voll. Und ich werde auch die Sachen total neu umarbeiten lassen, damit auch ich die dann irgendwann mal vor laufender Kamera tragen kann. Ne? May the Force be with you. Das wird er sicherlich auch gesagt haben. Er ist ja leider noch nicht verfilmt worden. Und die zweite Figur, jetzt kommen noch mehr Figuren. Ich mache sicherlich am 4. jetzt nochmal ein Video. Aber jetzt habe ich mir eben Zeit genommen. Und da ist schon auch wieder die nächste Figur, die da gerade frisch angekommen ist. Ja, gewisse Leute werden ihn wohl wunderbar erkannt haben. Ich mache mal eben weg, damit ich die Leute auch begrüßen kann. Und zwar wird das wohl einer jetzt, yeah, Phil Dyris. Phil Dyris wird sich freuen, denn auch ich habe sie bekommen. Auch die andere wird kommen, die Phil sich auch besorgt hat. Wir kennen ja alle die Preise dieser Figuren, aber die sehen sowas von klasse aus. Also, ja, macht was. Also, ich werde weiterhin Black Series sammeln. Ja, und jetzt kommt natürlich der Knaller. Jetzt kommt natürlich der Knaller, ist klar. Und nur deswegen habe ich an sich dieses Video jetzt gemacht. Denn sie ist da. Sie ist wirklich da. Mit allem drum und dran und Bonus. Ne? Habt ihr ja gerade gesehen, habe ich aufgemacht. Ja, heute mal so ein Unbox-Video. Oh, herrlich. Ein richtiges Stil. Ja, sie ist also da. Ja. Da wird sich gleich im Heimkino auf 21 Quadratmeter in Dolby 7:1, hoffentlich ist da überhaupt Dolby 7:1 drauf, weiß ich gar nicht. Ist zu klein, kann ich nicht lesen, ist irgendwie verschwommen. Ich hoffe, dass es in Dolby 7:1 ist. Also es wird ziemlich krachen und scheppern gleich zu Hause. Aber vorher schaue ich mir Hubert und Staller an, ARD, weil Hubert und Staller, die Serie, mag ich. Das sind zwei witzige Polizisten, kommt hin. Aber jedenfalls, May the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Er kommt im Mai zurück. Genial. Richtig. Im Mai kommen die Filme alle wieder zurück. Walt Disney hat sich daran gehalten. 2018, 2019 kommen die Filme im Mai. 2018 ist halt Han Solo. Und im 2019 halt Episode 9. Ja? Den Titel kennen wir halt noch nicht. Und The Last Jedi ist ja jetzt, dieses Jahr in 7 Monaten, wenn Weihnachten ist. Ja, so, das war May the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Eine kurze Folge über die Figuren, die jetzt hier erschienen sind. Einmal The First Order, Premium Order, First Commander, Snow Trooper, den man leider im Film nicht gesehen hat. Den hat man halt im Film leider nicht sehen können. Der war aber da. In den sogenannten Steelboxen konnte man ja in den zusätzlichen CDs das sehen, dass der da war. Ja, das
So. Du findest es toll, dass ich sie in die Kamera halte. Also für dich halte ich sie in die Kamera. Das ist die Nummer 12. Ne? Nummer 12 halte ich jetzt exklusiv für dich in die Kamera. Kannst auch lesen, dass ich ja alles richtig gesagt habe da. Ne? Ja. So, aber auf den bin ich stolz, dass ich ihn habe. Ich versuche den noch in 12 Inch zu bekommen oder in 30 cm, aber das ist ein utopischer Preis. Bis jetzt hat Hot Toys ihn nur mal vorgestellt. Müsste ich irgendwo in Japan ordern, den Darth Raven. Ja, den Darth Raven Nummer 34. Bin stolz, dass ich ihn habe. Ja, ist ein bisschen angedutscht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, will ich auch gar nicht verkaufen. Ist noch nie geöffnet, war nur ein bisschen angedutscht. Vielleicht so beim Transport. Case ist an sich vollkommen in Ordnung. Kann man nicht meckern. Ist vollkommen okay. Ihr wisst, dass der Preis ist heiß. Und wie heiß der Preis wird, wird man in ein paar Jahren sehen. Ne? Also 10 Jahre hänge ich den jetzt an die Wand. Unter Ahsoka. Ne? Ihn hänge ich jetzt, passt zwar nicht, aber egal. Ich hänge ihn jetzt zu Ahsoka. Weil Ahsoka ist ja auch nicht gerade so günstig. Ne? Alles klar. So, die anderen kommen. Vielleicht schaffe ich noch eins, weil die Ware kommt nach und nach. Jetzt ist die Ware hier angekommen. Ich wollte sie euch vorstellen. Besonders deswegen, weil May the 4th be with you, möge die Macht mit dir sein, ist hier nicht aufgekommen, aber der Film ist sehenswert. Der Film ist genial. Und ja, ich freue mich drauf. Ne? So. Ja, der Chef ruft also auch schon an. Lord Darth Vader, den werde ich jetzt also nicht so lange warten lassen. Ja, wie gesagt, May the 4th be with you. Mit dem Klang von Darth Vader verabschiede ich mich und freue mich mit euch auf die Sendung am 25.05.2017. Und die Bilder da hinten, ja, die Bilder, die ihr da hinten gesehen habt, sind von Rupert Schneider. Rupert Schneider, die Bilder habe ich da hinten schon mal hochfahren lassen, auch hier an der Seite. Das ist Rupert Schneider. Wie gesagt, am 25.05.2017 wird darüber berichtet. Und schaltet ein am 4.05. Fourth Day, May the 4th be with you, im ZDF wird es gezeigt. Ja? Schaut es euch an. Und jetzt bin ich weg, weil ich muss zu Lord Darth Vader.